Unsere Begeisterung zu Meerrumpfbooten führte uns vom Trimaran Dragonfly Extreme zu Gagu, einem Outremer 43 Katamaran. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und mit einem Refit der Extraklasse wurde Gagu in die Familie aufgenommen. Wir erlebten mit ihr das eine oder andere Gewitter. Stürmische Phasen wetterten wir meist in einer Marina ab, hin und wieder auch in einer Bucht vor Anker. Doch die Wetterphänomene im Mittelmeerraum und darüber hinaus werden immer extremer. Sogar eine Windhose in der Adria konnte vor einigen Jahren beobachtet werden. Aber das, was sich da am 18. August 2022 zusammenbraute, machte unser Vorgängerschiff zum Totalschaden. Gott sei Dank konnten sich der Skipper und seine Crew nahezu unbeschadet an den Strand retten. Weite Teile Süd- und Mitteleuropas wurden am 18. August von großräumigen Unwettern beeinflusst. Diese stellten in ihrer räumlichen Ausdehnung und auch in ihrer Intensität ein Ausnahmeereignis dar. Neben mehreren starken Superzellen bildete sich in den Morgenstunden ein sogenanntes Derecho. Dieses tritt in Europa nur sehr selten auf. Derecho bedeutet, dass sich das Ereignis über mehr als 400 Kilometer erstreckt. Auf einer Gesamtlänge von über 800 Kilometer verursachte das Derecho massive Schäden in 3 Ländern und kostete 12 Menschenleben. Begünstigt wurde die Entstehung durch die extrem hohen Wassertemperaturen und dem störungsfreien Wetter die Wochen davor. Um 7.30 Uhr entwickelte das Phänomen vor der Südwestküste Korsikas eine zunehmend bogenförmige Struktur. Um 8 Uhr traf es mit maximaler Stärke auf die Küste und bewegte sich Richtung Norden. Orkanböen zwischen 180 und 225 km/h hinterließen ein Bild der Verwüstung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Gagu in der Bucht neben Chiolata. Und was dort passiert ist, wird uns Jesse nun berichten. Wir wollten ja ursprünglich einen kleinen Rückblick über unser damaliges Boot machen, die Gagu, unsere Outremer 43, und da haben wir uns gedacht, nachdem du und dein Vater ja sozusagen das Boot 2021 von uns gekauft haben und ein Stück weit auch die Nachfolger wart und einiges erlebt habt mit dem Schiff 2022, wollten wir dich eigentlich gerne zu dieser Serie mit einladen. Mhm. Ja, ihr habt ja 2021 das Boot von uns gekauft. Ihr seid ja auch vorher Dragonfly gesegelt, also Trimaran gefahren, genauso wie wir. Also ihr seid, was Geschwindigkeit betrifft und gut segeln Boote betrifft, ja sehr, sehr verwöhnt. Und da war ja unser Outremer mit Sicherheit ein sehr, sehr interessantes Schiff. Ein toller Leichtbau mit knapp 4 Tonnen auf 43 Fuß Leergewicht. Das ist schon einiges, was das Schiff bieten kann. Und ihr seid ja auch damit recht viel gefahren. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dass ihr euch einen Outremer 43 sucht? Also mein Vater ist ja auch schon, bevor es mich gab, Dragonfly gesegelt und hat auch immer Spaß an performanten Segelbooten gehabt. Und diese älteren Outremer-Designe, die hatte er schon vor vielen Jahren im Blick, sage ich jetzt mal so, weil er hatte sich damals auch eine Tabelle gebastelt, Segelfläche pro Tonne und was sind denn gut segelnde große Meerrumpfboote, die man dann auch gut bewohnen kann. Da kommt man dann relativ schnell auf einen Katamaran, würde ich sagen. Und ja, wie hat sich das ergeben? Ich habe in den letzten Jahren immer häufiger mit unserem Familienschiff, mit dem 800er Dragonfly, Urlaub gemacht. Und diese Idee von dem großen Schiff war eigentlich nie ganz weg, aber auch lange Zeit nicht wirklich realistisch. Also mein Vater hatte das Thema eigentlich schon
ad acta gelegt, weil er sich entschieden hat, mit einem Expeditionsmobil, mit einem MAN um die Welt zu fahren, anstatt mit dem Boot um die Welt zu segeln. Aber nachdem ich jetzt die letzten Jahre doch relativ viel auf dem Boot unterwegs war und auch diese Form des Reisen und Urlaub machen weitermachen wollte in meinem Leben, auch ausbauen wollte, sind wir dann irgendwie drauf gekommen. Wir sind nicht wirklich drauf gekommen, wir wurden dazu gebracht, weil wir ein 43er Outrimer gefunden haben in Finnland. Unschlagbar günstiges Angebot, furchtbarer Bootszustand. Wir sind ganz spontan über ein Wochenende nach Finnland geflogen in der Corona-Zeit und wollten das Schiff eigentlich auch kaufen für einen sehr günstigen Preis und haben uns überlegt, da dann halt auch Arbeit reinzustecken. Wurde uns vor der Nase weggeschnappt und dann haben wir ihn nicht kaufen können. Aber wir standen auf dem Schiff und haben es uns angeschaut und dann direkt gemerkt, das war sofort klar, als wir das erste Mal drauf standen, dass wir so ein Schiff brauchen. Also es war, ohne dass wir eine Meile gesegelt sind, hat man das sofort gespürt, dass wir so ein Schiff brauchen. Und dann ging alles relativ schnell. Wir haben den Markt beobachtet und dein Schiff gefunden, Thomas, und haben dann einfach unser Glück versucht. Und wir waren auch sehr euphorisch in der Zeit und haben uns sehr beeilt, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass es ein gefragtes Schiff war, war das ja auch noch andere Interessenten. Und ich weiß noch, dass ich in meinem Segelurlaub an der Insel Pokerol auf dem Dragonfly habe ich den Vorvertrag unterzeichnet auf dem Laptop, damit das auf jeden Fall klappt. Das weiß ich noch ganz genau. Ja. Und das ging alles ziemlich Schlag auf Schlag. Es war nicht wirklich geplant. Also Anfang des Jahres hätten wir niemals gedacht, dass wir uns so ein Schiff kaufen. Und dann ging das innerhalb von wenigen Monaten, waren wir der festen Überzeugung, dass wir da nicht mehr drum rumkommen. Und waren aber auch super glücklich mit deinem Schiff. Also wir haben den Markt jetzt nicht so intensiv vorher beobachtet. Mein Vater hat ihn lange nebenher beobachtet. Ja. Aber uns ist relativ schnell klar geworden, dass das eine ganz gute Gelegenheit ist, die uns da geboten wird. Und wir wollten dann auch nicht weiter zögern. Ja. So hat sich das alles ergeben. Ja. Wahnsinn. Ganz toll. Und ihr seid ja dann 22 losgestartet zu den ersten Turns. Ja, die ersten Turns waren Pfingsten, da mein Vater und ich ja 50-50 Eignergemeinschaft waren. Haben wir gesagt, den ersten Turn machen wir auf jeden Fall gemeinsam, damit wir auch gemeinsam das Schiff kennenlernen und im schlimmsten Fall auch gemeinsam was kaputt machen und okay, nicht einer alleine dann dafür verantwortlich ist. Und dann haben wir in unserem gewohnten Segelrevier, die erste Woche waren wir zusammen segeln. Ich hatte nur eine Woche Zeit, meine Eltern sind dann noch zwei weitere Wochen auf dem Schiff geblieben. Mhm. Wir sind dann bis Saint-Tropez gesegelt in den wenigen Tagen. Und haben da schon gemerkt, dass man natürlich super reisen kann mit dem Katamaran und man echt toll vorankommt, ohne am Ende vom Tag total geschlaucht zu sein. Und es war wirklich schnelles und sehr angenehmes Reisen. Ja. Und meine Eltern hatten dann, wie gesagt, noch zwei Wochen mehr und hatten auch noch Gäste an Bord. Und die haben das auch alle sehr genossen, die Zeit. Ja, und ihr seid ja dann nochmal im Sommer aufgebrochen, also du mit Freundin und ich glaube mit deinem befreundeten Pärchen noch, habt ihr dann noch einen Segeltörn im Sommer angehängt, ne? Genau. Ja, das war dann leider am falschen Platz. Ja, wir waren an vielen Orten. Wir sind ja auch wieder von der Rhone-Mündung gestartet, Port St. Louis, und sind dann noch ein Stück an der französischen Küste entlang und dann relativ bald, weil der Wind sehr gut war, wie geplant rüber nach Korsika gesegelt. Sind dann einmal nördlich um die Spitze rum, haben uns gelegentlich auch wieder Gästecrew aufgesammelt. Ja, das war wirklich ein Wahnsinnsurlaub. Also schöner, als wir es uns erträumt haben. Auch die erste Nachtfahrt nach Korsika war super spannend, aber auch wirklich problemlos. Wir hatten tolle Bedingungen und dann auch in Korsika da das neue Segelrevier erkunden. Hat alles super funktioniert. Hat richtig Spaß gemacht. Wir sind kaum motort. Wir sind in dem ganzen Urlaub nur einen Tag motort, weil Flaute war. Und sonst sind wir die 500 Seemeilen fast ausschließlich gesegelt. Und es hat einfach klasse funktioniert. Das Schiff, wir waren weitestgehend autark. Es hat alles wunderbar geklappt. Also wirklich schön.
so haben wir das Schiff auch kennengelernt, einfach wirklich bei jedem möglichen Wind ist sie wirklich wundervoll gesegelt. Das war natürlich auch ihre Stärke, auch bedingt natürlich durch diesen Leichtbau, den man hier noch genießen konnte. Das war schon wirklich fein. Ja, und dann seid ihr ja in Korsika. In welcher Bucht seid ihr dann eigentlich letztendlich gewesen in dem der Nacht davor sozusagen? Wir sind an dem 17. August in die Bucht von Girolata gesegelt. Und genau genommen in der Bucht, in die kleine Bucht Plage de Tuara heißt der, glaube ich. Und da haben wir den Anker gelegt. Also dieser kleine Hafen Girolata ist eine Bucht weiter. Und in der Bucht daneben haben wir quasi unseren Anker gelegt. Und traumhaft schön. Wir haben auch gesehen, dass da keine wirkliche Verkehrsanbindung stattfindet in der Gegend. Wir hatten relativ viel Wind an dem Tag, haben auch wirklich gut Strecke gemacht. Ja. Und hatten dann das erste Mal die 14 Knoten auch geknackt, tatsächlich. Ah. 14 Knoten Speed, hat wirklich Spaß gemacht. Und dementsprechend haben wir dann den Anker gelegt. Ich habe dann nach einer halben Stunde nochmal danach getaucht, ob er gut liegt. Er lag einwandfrei, also wirklich konnte man sich gar nicht beschweren. Und dann haben wir noch auf dem Trampolin vorne ein Ankergetränk getrunken, haben dann abends ganz gemütlich gekocht und wir waren gar nicht so lange wach, weil wir relativ geschafft waren von dem Tagesturn. Und deswegen ja, waren wir auch gar nicht so spät im Bett. Ich würde sagen, vielleicht 10. Und ihr habt zu der Zeit noch gar keine Idee oder Ahnung davon gehabt, was denn da kommen wird. Ja, das stimmt. Ich hatte für meine Turnplanung die zwei Wind-Apps, Windy und Windfinder, immer kontrolliert und habe das auch morgens und abends und während des Turns gemacht. Und ich weiß noch, ich habe, als wir geankert haben, dann halt geschaut, wie sich der Wind entwickelt wird über den Abend und über die Nacht, ob wir da gut liegen. Und ja, traurigerweise habe ich da nichts von dem Unwetter gesehen, um ehrlich zu sein. Ich meine, ein Stück weit lag das anscheinend auch daran, dass ich nicht die Bezahlversion hatte von der App. Und ich habe auch gesehen, dass auf dem Mittelmeer, also der Mistral, ich sage jetzt mal, gewütet hat oder geblasen hat. Und aber die Region war jetzt da nicht als kritisch verzeichnet bei meiner Vorhersage. Und deswegen haben wir mit nicht viel Schlimmerem gerechnet als das, was wir am Abend hatten. Wir hatten schon ein bisschen Wind. Ich glaube, 20, 25 Knoten hatte ich in dem Bericht geschrieben, hatten wir abends noch. Sollte ein bisschen weniger werden über die Nacht und morgens wieder auf das Gleiche hochgehen. Und dann, da wir gut lagen, habe ich mir aber nicht wirklich Sorgen gemacht. Ja, man muss aber auch dazu sagen, wir haben ja noch einen Freund in der Bucht, die du beschrieben hast, daneben mit den Bojen gehabt, der dort gelegen ist und sehr erfahrener französischer Segler. Und da waren ja viele, viele andere Segler, die ebenfalls zu der Zeit gar keine Idee davon hatten, dass hier ein möglicherweise großes Gewitter im Anzug ist. Und wir haben es ja auch mal noch besprochen, wenn man sich die Wetterberichte angeschaut hat. Man hat eigentlich fast nur im Nachhinein mit ganz wenigen Ausnahmen herausgefunden, was da kommt. Ich glaube, ein wahrscheinlich ganz bewegender Moment waren diese Minuten eigentlich, bevor dann in der Früh sich die Lage so sehr verändert hat. Und da wollte ich dich einfach, ich habe das schon einmal gehört und ich finde, das ist extrem beeindruckend. Und ich würde dich einfach bitten, das noch einmal zu erzählen, wie denn diese Szene eigentlich war für dich, bevor all diese starken Windböen begonnen haben. Das war gar nicht so viel vor diesen starken Windböen, das waren wirklich nur wenige Minuten. Ich bin aufgewacht, weil der Wind meiner Meinung nach aus der falschen Richtung kam. Auf jeden Fall bin ich davon aufgewacht und habe gedacht, dass da stimmt irgendwas nicht und es war auch so ein bisschen böig und hat halt aufgefrischt. Und dann bin ich relativ zügig aufgestanden und hochgegangen, um mir das Ganze anzuschauen, um eben die Situation zu beobachten, weil es ja grundsätzlich erstmal kein Weltuntergang, wenn der Wind dreht. Aber man guckt halt, ja, dreht man sich ordentlich, kommt man keinem zu nahe und so weiter, hält der Anker, das ist natürlich klar. Und dann stand ich oben im Cockpit und habe das beobachtet und halt gemerkt, dass der Wind tatsächlich recht schnell immer stärker wird. Und dann fingen halt an, solche Sachen, die wir gestern Abend noch im Cockpit haben stehen lassen, an rumzufliegen. Also der Tisch und der Stuhl stand da noch und ein paar Kleinigkeiten und eben auch die Sitzpolster, die wir normalerweise dann nicht unbedingt weggeräumt haben.
Und dann fing ich an, Zeug reinzuwerfen. Meine Freundin kam dann auch schon hoch und hat mir dabei geholfen. Ja, es wurde aber extrem schnell immer stärker, also extrem stark. Und der Wind hat immer weiter aufgedreht. Ich würde sagen, turbinenartig, quasi, ja, ohne Limit nach oben. Das war wirklich, also ich kannte das vorher noch nicht. Es hat sich immer weiter verstärkt in kürzester Zeit. Ich war in dem Moment schon dabei, die Motoren zu starten. Und hab dann auch nochmal ins Cockpit gerufen, dass alle aufstehen müssen und hochkommen sollen. Und es war eher gebrüllt. Und da war die Lage schon ziemlich am Eskalieren. Ich hatte Schwierigkeiten, die Motoren zu starten, weil ich zu dem Zeitpunkt schon sie nicht mehr gehört habe. Und normalerweise hat man die gehört, wenn man sie gestartet hat. Und das war schon weg. Und dann musste ich mich an den Instrumenten orientieren, ob sie denn jetzt schon laufen, habe drauf geschaut und nachher hat sich gezeigt, dass, glaube ich, einer gestartet ist und der andere nicht, aber ich habe das tatsächlich dann in dem Moment nicht mehr wahrgenommen, weil es dann auch immer schneller ging. Von Aufstehen bis dahin waren es wirklich nur wenige Minuten. Ich habe mich nochmal nach oben hin umgeschaut, wo wir denn jetzt in der Bucht sind inzwischen, wie wir uns gedreht haben, und habe dann schon nichts mehr gesehen. Weil das Wasser in der Luft war quasi. Und es wurde zwar schon hell, aber es war dann zu dem Zeitpunkt komischerweise wieder dunkel. Also so kam es mir auf jeden Fall vor, so ist es in meiner Erinnerung. Man hat sich auf jeden Fall nicht mehr in der Bucht orientieren können. Und da ging mir dann natürlich auch schon der Puls hoch, weil ich zu dem Zeitpunkt, am Anfang haben wir versucht, das Kleinzeug zu retten, weil wir gedacht haben, okay, wenn jetzt die Polster über Bord gehen, das wäre ja super ärgerlich. Dann war es so zu dem Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, oh Gott, ob das der Anker hält, ich muss die Motoren starten, habe versucht, das Boot zu retten, weil ich wusste, wo wir liegen und wo der Wind herkommt und dass wir dann Richtung Land treiben, relativ schnell. Und diese ganzen Überlegungen wurden dann abrupt überfahren oder beendet, sage ich jetzt mal. Mhm. Unsere Gästecrew war oben gerade oben angekommen im Salon und hat auch versucht zu helfen. Die haben die Luken dicht gemacht und haben versucht, damit zu das Schiff sturmfest zu machen, sage ich jetzt mal. Und dann hat sich das Schiff auf einmal, also das war im Zusammenhang mit einer Windböe, der Wind wurde ja sowieso die ganze Zeit stärker. Und das war aber so ein Moment, wo quasi, als würde eine Böe kommen, die man so kennt, nur deutlich stärker. Und diese Böe hat nicht aufgehört. Es hat immer weiter aufgedreht, wie eine Turbine. Und man hat jeden Moment darauf gewartet, dass es endlich abflacht. Mhm. Und es kam aber nicht. Und dann hat sich das Schiff auf einen Schlag mit einer Wahnsinnsbeschleunigung aus dem Wasser gehoben. Und wir haben uns dann seitlich überschlagen. Und das Schiff hat sich wirklich von dem Moment an, wo es sich gehoben hat, auf einmal brutal beschleunigt. Also als würde man unter eine Tischkante greifen und der Tisch überschmeißen, das war wirklich Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen, und zu dem Zeitpunkt geht einem natürlich auch nichts durch den Kopf. Also es war wirklich, wie als denn die Zeit angehalten war. Ja, wie war es dann? Dann war ich kurz unter Wasser. Den Gedanken habe ich noch ganz klar vor mir, dass ich keine Luft geholt habe. Das habe ich nicht dran gedacht. Und ich war noch irgendwo drunter, also ich schätze im Cockpit. Und bin dann aber glücklicherweise aufgetaucht neben dem Schiff. Dann stand die Zeit kurz still, weil ich das Schiff, mein Schiff, kopfüber im Wasser habe schwimmen sehen und meine Besatzung nicht gesehen habe. Das war wirklich ganz dramatisch. Das war wirklich, da stand die Uhr, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich aber meine Freundin gesehen, die war ja mit mir im Cockpit. Die ist zwischen den Schwimmern aufgetaucht und ist dann quasi zu mir geschwommen. Die habe ich dann als erstes gesehen und habe mich schon mal gefreut. Und dann haben wir noch panisch nach unserer Gästecrew gerufen und dann sind die auch kurz darauf zwischen uns und dem Schiff aufgetaucht, nacheinander. Und dann lief die Uhr wieder weiter. Dann ging es wieder weiter. Ja, dann haben wir uns kurz alle verdutzt angeschaut, könnte man sagen. Und
Dann haben wir nur gesagt, okay, wir müssen jetzt das Schiff erreichen, weil zu dem Zeitpunkt haben wir dann, ist uns aufgefallen, dass das Schiff sich schon von uns wegbewegt. Und viel mehr hatten wir ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und wir hatten natürlich auch blöderweise keiner einen Rettungskragen an. Oder blöderweise, ich weiß nicht, ob es uns geholfen hätte, wenn wir unterm Schiff gewesen wären. Also kann man jetzt so oder so sehen. Aber wir waren auf jeden Fall absolut nicht vorbereitet auf die Situation, in keinster Weise. Und wir hatten ja auch keine Möglichkeit, noch irgendwas vorzubereiten, weil das alles in Sekunden passiert ist. Deshalb hatten wir uns dann alle im Wasser wieder neben dem Schiff und sind dann wirklich so schnell wir konnten hinterher geschwommen. Es war auch knapp. Also wir haben uns da selber auch gegenseitig unterstützt, dass wir alle am Boot ankommen. Und du kennst ja noch die Alu-Schiene am Außenbords am Schiff mit den schönen viereckigen. Altmodische. Ja, genau, die altmodische Aluschiene mit den viereckigen Aussparungen, die gefällt mir wirklich gut. Ja. Da haben wir uns auf jeden Fall sehr gut dran festhalten können. Haben uns dann alle das, haben uns alle festgehalten und auch gesagt, wir dürfen auf jeden Fall das Boot nicht verlieren, wir müssen am Boot bleiben. Und ja, zu dem Zeitpunkt, also das war der Moment, wo es eigentlich richtig losging. Das war wirklich, also davor war ja alles sowieso in Sekunden vorbei und da hat man ja gar nicht wirklich viel Einfluss gehabt auf die Situation. Und dann hingen wir am Schiff und dann ging es aber noch ein bisschen. Also dann ging es eigentlich erst richtig los. Wir waren das letzte Schiff in der Bucht, also wir lagen recht weit draußen zum Strand. Vielleicht 200, 300 Meter, vielleicht mehr. Aber du hast ja auch erzählt, ihr wart euch auch gar nicht ganz sicher, in welche Richtung ihr wirklich treibt im Augenblick, wie ihr die Ja. Kante erreicht habt, ne? Also da, ja, im ersten Moment haben wir das überhaupt nicht überblickt. Wie gesagt, wir haben auf dem Schiff schon nichts mehr gesehen. Und im Wasser haben wir dann nur noch das Schiff gesehen und sind zum Schiff geschwommen. Ja, dann hat man gemerkt, wie das Schiff weggetrieben ist. Wir hingen noch dran. Das Meer hat sich dann immer weiter aufgebaut. Also als wir gekentert sind, war tatsächlich kaum Seegang. Es war wirklich, es gibt Bilder wenige Minuten vor dem Unglück von unserem Schiff und da war wirklich glattes Wasser. Und aber das hat sich dann natürlich auch bei der Windstärke extrem schnell aufgebaut, auch in dieser Bucht, weil das ist ja eigentlich an dem Abend habe ich noch gedacht, wir liegen heute so geschützt wie im ganzen Urlaub noch nicht. Das habe ich dir auch erzählt, Thomas. Weil das war wirklich eine allumschließende Bucht. Es gab nur einen Eingang und ich dachte, also hier kann es nicht wirklich was Schlimmes passieren. Das war tatsächlich mein Gedanke. Und aber trotzdem auch in dieser Bucht, die ringsum oder fast ringsum zu war, hat sich dann die See recht schnell aufgebaut und hat uns da dann immer wieder ans Schiff geschlagen, beziehungsweise vom Schiff versucht wegzureißen. Wir haben auch öfter mal, also ein paar von uns haben öfter mal den Kontakt verloren und wir haben uns dann immer alle sehr angestrengt, alle Personen wieder zurückzuholen. Ja, macht Sinn. Ah, es war wirklich schon brutal. Und man hat dann halt versucht, möglichst wenig Wasser zu schlucken. Und ich habe dann auch im Nachhinein erfahren, dass ein paar von uns dann viel Wasser auch eingeatmet haben schon, weil halt wirklich die Wellen über uns gebrochen sind. Das war dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo wir schon näher an Land waren wieder. Wir haben ja den ganzen Weg vom Schiff dann auch so ein Stück weit verfolgt. Wir sind auch über Riffs im Wasser drüber getrieben. Wir haben davon von dem Ganzen zum Glück nicht so viel mitbekommen. Wir waren auch froh, dass wir nichts von unserem stehenden Gut mitbekommen haben. Also wir hatten ja den Mast mitgezogen, mit allem, was da dran hing. Und es gab Momente, da hat's Besatzung von uns sich irgendwas um die Füße gewickelt, wo dann kurz Panik aufgekommen ist. Aber zum Glück hat sich das dann nicht weiter festgehalten an den Füßen. Ja, und wir standen am Anfang auf der Reling noch, auf der Lifeline, die war dann irgendwann weg und dann hingen wir nur noch am Schiff und ja, so langsam ist uns die Luft ausgegangen, muss man wirklich sagen. Wir sind an einem Schiff vorbei, an einer Motorjacht vorbeigetrieben. Das war das einzige Schiff, was wir gesehen haben. Wir sind relativ dicht vorbeigetrieben. Es sah aus, als hätte der Anker bei denen noch gehalten und wir haben dann um Hilfe gerufen. Nachher muss man auch sagen, ja, was hätten die denn machen sollen? Aber das war halt das, was wir versucht haben. Wir haben auch tatsächlich darüber nachgedacht, ob wir aufs Schiff kommen, weil das wäre natürlich die bessere Situation gewesen.
Aber wir haben es uns vorne und hintenrum nicht zugetraut. Und im Nachhinein wäre es vorne rum eine ganz schlechte Idee gewesen, weil da natürlich auch noch das Trampolin und der Beam unterwegs gewesen wären. Das war nämlich noch zwischen dem Schiff, haben wir im Nachhinein gesehen. Und hintenrum war einfach die Gefahr, dass wir das Schiff verlieren, zu groß. Wir haben uns das nicht zugetraut. Und ja, wir hingen und wir hatten auch nicht mehr viel Kraft dann irgendwann. Also viel Möglichkeit hatten wir nicht mehr. Ich habe überlegt, ob wir über den Rumpf kommen. Ja. Und ich habe überlegt, ob ich es schaffe und die Leute rüberziehen kann. Aber ich habe es mir selber auch nicht mehr zugetraut. Also ist da doch eine relativ hoher Berg gewesen über den Rumpf drüber. Ja. Also nicht gar nicht gedacht, aber ist ja doch nicht so ein kleines Schiff gewesen. Mhm. Ja. Und welcher Zeitraum war das ungefähr, wo ihr da so am Schiff gehangen seid? Wie lange? Wir wissen es selber nicht, aber wir hatten Beobachter am Strand. Das waren solche Backpacker, die da am Strand gecampt haben. Mhm. Und die haben unser ganzes Spektakel beobachtet. Und die haben gesagt, ungefähr 15 Minuten ging das, bis wir hinterm Schiff rausgekommen sind. Von Kentern bis rauskommen. Und wie gesagt, das Schiff ist über ein paar Riffe, musste über ein paar Riffe drüber. Also über eins auf jeden Fall, das weiß ich, bis es dann am Strand angekommen ist. Und bis wir gemerkt haben, dass wir am Strand sind, ging es wahrscheinlich auch noch einen Moment. Aber wir haben uns halt nicht getraut, das Schiff loszulassen, ohne zu wissen, wo wir sind. Und als wir dann gemerkt haben, wir haben wirklich Sand oder Kies unter den Füßen. Meine Freundin hat das als erstes gemerkt, weil sie nochmal vom Schiff weggerissen hat, hat sie gemerkt, okay, sie hat Kies unter den Füßen. Und dann haben wir uns am Schiff entlang dann auf den Strand geschleppt. Ja. Mit letzter Kraft. Also das war wirklich nicht mehr viel übrig, ja. Ja. Das ist unglaublich. Also wirklich auch Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten viel Pech, wir hatten viel Glück, aber wir haben auch viel, viel dafür getan, dass wir dann am Strand angekommen sind, das muss man auch sagen. Genau. Ja. Auf jeden Fall, also auch das Schiff jetzt nicht loszulassen, war auf jeden Fall auch eine ganz richtige Entscheidung von euch. Und wie man sieht, am Ende ganz, ganz wesentlich. Du hast ja noch einmal erwähnt, ganz am Anfang eigentlich, weil das klingt ja auch unfassbar, dass ein Schiff, das vor Anker liegt, also ein Katamaran, der vor Anker liegt, eigentlich von einer Windböe umgeworfen werden kann. Jetzt muss man noch einmal betonen an der Stelle, es ist natürlich ein sehr extremer Leichtbau mit, nochmal gesagt, 4 Tonnen auf 13 Meter Länge und 7 Meter Breite. Das ist natürlich schon auch wirklich ein sehr, sehr leichtes Schiff. Aber du hast ja auch gesagt, das Schiff hat sich ja einerseits, glaube ich, noch gedreht. Und das war, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Wobei natürlich die über 200 km/h Windgeschwindigkeit auch nicht ganz zu unterschätzen sind. Das Schiff hatte schon angefangen, sich in den Wind zu drehen, beziehungsweise wurde vom Wind über den Anker getrieben, weil er natürlich genau entgegengesetzt zu dem, was wie wir vorher lagen, kam dann der Wind. Und das Schiff hat angefangen, sich zu drehen und ist dann über den Anker getrieben. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir gekentert sind, lagen wir ziemlich quer zum Wind, würde ich jetzt sagen. Das würde natürlich auch erklären, warum das so passiert ist. Also seitwärts ist das Schiff dann natürlich am anfälligsten für sowas. Absolut. Aber auch bei so einem Leichtbau von 4 Tonnen, muss ich sagen, ja, 4 Tonnen mal eben so aus dem Wasser zu heben, das ist schon gewaltig, ja. Absolut. Ich habe auch schon, ich habe auch in dem Bericht geschrieben, dass wir abends tatsächlich noch, wir hatten das Schiff gut verpackt, also wir hatten die Segel sauber eingepackt, wir hatten uns noch gefreut, dass die Segeltasche ganz zuging, das war nämlich auch nicht immer der Fall. Richtig. Die Schwerter waren alle oben, weil man sonst eh nicht schlafen konnte mit dem Geklapper. Richtig. Und wir hatten auch nichts Größeres an Deck angebunden, wo man jetzt sagen könnte, okay, das war eine Wahnsinns-Windangriffsfläche, sondern es war wirklich das reine Schiff, oben mit dem Großsegel auf dem Baum eingepackt. Und ja, es ist schon unglaublich, was da für Kräfte wirken dann bei der Windgeschwindigkeit, dass sich so ein Riesenschiff dann aus dem Wasser hebt und überschlägt. Ja. Ja, vor allem wenn man noch bedenkt, dass dieses Schiff ja eigentlich sehr aerodynamisch ist und auch das Deckshaus, was halt gar nicht mehr gibt, ist ja kugelförmig und auch sehr nieder. Also insgesamt muss man sagen, das Schiff wäre eigentlich, müsste man meinen, prädestiniert sozusagen für einen so starken Wind. Aber wie du sagst, von der Seite, und wenn man da mal anfängt, über die Kräfte ein bisschen nachzurechnen bei 200 km/h, und eins, glaube ich, ist auch klar, du hast das eh schon so beschrieben, auch mit der Geschwindigkeit, wenn natürlich irgendwann der Wind dann unter das Schiff kommt, dann hat er natürlich eine unglaubliche Hebefläche. Aber offensichtlich das Momentum davor scheint schon gewaltig gewesen zu sein bei über 200 km/h.
Es war auch tatsächlich so, dass wir nicht mehrere Böen hatten, wo wir dann das Gefühl hatten, oh je, das Schiff neigt sich extrem, sondern es war wirklich nur die eine und die hat gereicht. Also vorher, es hat von 0 auf 100 hochgedreht und bei 100 hat es uns dann gekostet. Ich weiß auch nicht, wie lange die Böe dann noch ging, aber der Wind hat ja dann über längere Zeit nicht wirklich abgeflacht. Also ja. Auch als wir am Strand angekommen sind, war das Thema ja noch nicht vorbei. Wir sind dann über den Strand, haben uns versucht, in Sicherheit zu bringen und haben dann am Ende vom Strand so eine kleine Steinmauer gefunden, hinter der wir uns verstecken konnten, weil wir haben gesehen, dass wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir die Letzten waren, die am Strand angekommen sind, auf jeden Fall lagen schon einige Schiffe auf dem Strand. Ich habe aber keine Menschen gesehen, das hat mich irritiert. Ich bin dann noch kurz zu einem Schiff hingerannt und habe gerufen, ob jemand da ist. Und dann sind aber schon wieder irgendwelche Trümmer an uns vorbeigeflogen mit einer entsprechenden Geschwindigkeit, waagerecht durch die Luft. Und dann haben wir uns dafür entschieden, uns doch in Sicherheit zu bringen. Nachher hat sich herausgestellt, die anderen Crews haben halt noch in ihren Schiffen ausgeharrt, bis sie am Land angekommen sind und sind dann irgendwann raus, haben dann irgendwann das Schiff verlassen, als es angefangen hat, dann auf dem Strand und auf den Felsen sich zu zerarbeiten. Ja, und haben wir uns da hinter der Mauer ausgeharrt und es hat wirklich einen Moment gedauert, bis wir uns da wieder rausgetraut haben. Es ist einiges durch die Luft geflogen. Ja. Auch in der Nachbarbucht oder in dem Nachbarhafen, dieser Bojenhafen, ich glaube, du warst schon mal dort, hast du gesagt, genau, oder? Ja. Ja, und haben wir am nächsten Tag ja dann gesehen, dass da auch ich glaube, eine Bojenkette gerissen ist und da lagen auch einige Schiffe auf den Felsen und bei uns lagen ja alle vor Anker und da lag dann am Schluss keiner mehr vor Anker. Also die waren alle an der Küste angekommen oder auf der Küste. Wir hatten die Schiffe, die am Strand angekommen sind, die haben sich ja dann alle irgendwann auch gezeigt. Aber wir haben in der Ferne noch einen Einruf gesehen, der wirklich weiter draußen lag und auf dem Riff drauf lag, was da am Rande dieser Bucht ist. Und da haben sich alle Sorgen gemacht, ob es denen gut geht. Aber das haben wir nicht erreicht zu dem Zeitpunkt. Das haben wir erst im Nachhinein erfahren, dass es denen gut ging. Die haben auch im Schiff ausgeharrt, bis es vorbei war. Sehr gut. Und dann lagen die ja auch auf dem Trockenen und konnten über das Riff drüber klettern, zurück an den Strand. Wahnsinn. Unglaublich. Ihr wart ja da ganz in einer einsamen Bucht, das muss man auch sagen. Also da führt ja keine große Straße hin, gar nichts. Also in Wirklichkeit gar keine Straße. Mhm. Wie waren dann eigentlich die Stunden danach? Hatten sich die Crews quasi ein Stück weit zusammengefunden. Jeder hat natürlich so ein bisschen Bestandaufnahme gemacht vom Schaden und was noch übrig ist. Also die meisten Schiffe sind wir waren das einzige Schiff, was gekentert ist, das muss man schon dazu sagen. Die Einrümpfe lagen auf der Seite auf dem Strand und ein Katamaran lag auch auf dem Strand, aber noch richtig rum. Dem hat es nur leider dann einen Rumpf mit der Zeit zerstört, weil da auch ein anderes Schiff noch draufgetrieben ist. Auch ein schönes Schiff. Und wir hatten da tatsächlich am meisten verloren. Also wir standen ja alle in Unterwäsche dort und haben dann uns noch ein paar Klamotten zusammengesucht. Die Wanderer, die uns da auch beobachtet haben, da hat uns der junge Mann noch zwei T-Shirts gespendet, damit wir was zum Anziehen haben. Wahnsinn. Und dann hat sich so nach und nach haben sich ein paar Sachen gefunden. Und dann hat man mit den anderen Crews gesprochen. Es hat sich sogar rausgestellt, wir hatten einen Arzt am Strand und verschiedenste Nationalitäten. Mhm. Und aber es ging allen gut. Es hat sich dann irgendwann, ging dann die Information rum, dass in unserer Bucht, dass alle gut überstanden haben. Und dann haben wir ein Stück weiter ausgeharrt, haben versucht, von unserem Hab und Gut, was da dann über den Strand geflogen ist,
noch das Nützlichste rauszusuchen, weil wir hatten natürlich zu dem Zeitpunkt dann keine Handys, kein Geld, keine Ausweise, keine Pässe, wir hatten gar nichts und so ein paar zerfetzte Klamotten am Leib. Und dann haben wir natürlich versucht zu finden, was geht, aber tatsächlich waren wir da nicht so erfolgreich. Einen Ausweis haben wir gefunden. Und ich konnte, als dann das Meer langsam zurückgegangen ist, konnte ich ins Schiff klettern und habe die Mappe mit den Bootspapieren und der Bootskreditkarte bergen können. Die waren zum Glück noch vollständig vor Ort. Und dann hatten wir wenigstens ein Zahlungsmittel für die ersten Stunden. Und von dem einen Wanderer am Strand habe ich mir das Handy geliehen, relativ schnell, und habe meine Mutter informiert, die natürlich auch ziemlich geschockt war von der Nachricht. Die musste die Nachricht entgegennehmen. Das tat mir im Nachhinein auch leid, aber leider niemand anders erreicht, und man kennt ja nicht mehr so viele Nummern aus dem Kopf heutzutage, leider. Stimmt. Und danach ist auch das Handynetz zusammengebrochen. Es gab dann keinen Handyempfang mehr über Stunden, also eigentlich über den ganzen Tag. Das hat bis abends gedauert, bis wir in unser Evakuierungslager gebracht worden sind in Ajaccio. Da haben wir das erste Mal wieder Handyempfang gehabt oder kurz davor. Und dann habe ich natürlich diese Schocknachricht abgesetzt und habe dann kein weiteres Lebenszeichen von mir gegeben. Ja. Das war auch nicht so toll, aber besser als gar Aber nichts. immerhin, ja. Und dann konnten auch direkt schon die Versicherung und solche Sachen eingeschaltet werden. Und auch Rettungsmaßnahmen für uns, um uns da wieder von der Insel zu holen, dann im Nachhinein. Ja, dann haben wir ein paar Stunden ausgeharrt. Wir wussten nicht so genau, was wir machen. Also wir haben nur erfahren, dass es eine nationale Katastrophe ist. Es ist dann auch bei uns ein zeitweise ein Militärhubschrauber gelandet und hat geguckt, ob es wirklich Verletzte gab, und ist dann in die nächste Bucht geflogen. Und dann, als sich dann der Nachbarort organisiert hatte, ein Stück weit, haben die dann auch Schiffe zu uns geschickt, um uns vom Strand zu holen. Da waren dann alle beteiligt, also Shuttleboot und kleines Fischerboot, und haben uns da dann vom Strand geholt. Und mit dem bisschen, was wir noch hatten, sind wir dann da aufgestiegen und haben uns nach Ceolata bringen lassen, wo natürlich auch viel zerstört war. Also die hatten da ja auch das gerade erst überstanden. Viele Schiffe waren entweder zerstört oder stark beschädigt. Wir haben Schiffe gesehen, die sind nicht von der Boje gerissen worden, oder haben die Bojen gehalten, sagen wir es mal so. Aber da sind die Masten abgebrochen. Und das ist natürlich schon brutal, wenn man das sieht. Ein Schiff an der Boje ohne Segel und der Mast bricht ab vom Wind. Da haben wir noch einige solche Beispiele gesehen. Und viele Schiffe auch an Land. Und da natürlich auch die Restaurants und Hotels, die da waren, die haben auch gerade die Trümmer zusammengesucht. Ja, und da sind wir dann angekommen. Und die haben da schon versucht, so gut wie möglich Ersthilfe zu leisten. Wie gesagt, es waren dann auch alle involviert, alle Instanzen auf der Insel. Militär hat dann die wirklich kritischen Fälle ausgeflogen. Die Freundin von unserer Gästecrew, die wurde auch ins Krankenhaus geflogen mit dem Hubschrauber, weil sie eine Verletzung am Kopf hatte. Und ja, dann wurden wir aber dort mit Essen und Trinken versorgt. Die haben sich versucht, so gut es ging, zu kümmern. Da wurde dann quasi eine Suppenküche eröffnet von einem Lokal. Die haben dann einfach ausgeschenkt. Wir haben dann uns unsere Verletzungen dann so ein bisschen behelfsmäßig versorgt und haben dann irgendwelche Steine aus den Füßen operiert mit Besteck, was wir gekriegt haben vom Restaurant. Also es war wirklich, es ging drunter und drüber. Und ja, dann irgendwann, als dann unsere Freundin auch weg war, war die Stimmung dann ein bisschen am Boden, muss man wirklich sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn sie ins Krankenhaus geflogen wird nach Ajaccio, müssen wir da unbedingt hin. Und das so schnell wie möglich. Am Anfang hieß es, wir kommen dort nicht weg, weil auch dieser Ort keine Anbindung hat zur Straße, sondern nur auf dem Bootsweg. Und dann hieß es, wir kommen da an dem Tag gar nicht weg, und es werden Bettenlager aufgebaut. Und irgendwann wurden aber dann doch Shuttleboote organisiert, und wir haben dann halt das erste Schiff, was wir gekriegt haben, nach Porto genommen. Und dort hat uns dann wieder Feuerwehr, Militär und Polizei empfangen. Und von dort aus wurde das dann alles weiter organisiert, auch die Evakuierung in das Evakuierungslager. Es gab lange Wartezeiten, und ärztliche Versorgung war sehr gut, sehr viel hilfsbereite Kursen. Auch Restaurants haben wieder Essen zur Verfügung gestellt. Sehr leckeres auch, muss man wirklich sagen. Ja.
Und dann haben wir da gesessen, bis unsere Evakuierungsbusse kamen. Die kamen dann gegen Abend und dann wurden wir irgendwann nach Ajaccio gefahren über die korsischen Straßen. War das auch schon wieder ein Erlebnis, muss man wirklich sagen. Also man durfte nicht rausschauen. Es war zum Glück dann irgendwann dunkel, in den großen Reisebussen über diese kleinen Pässe da oben zu fahren, an den Felsklippen entlang. Das war dann auch schon wieder nervenaufreibend. Aber hat dann alles wunderbar funktioniert. Wir sind in einer großen Sporthalle, ich glaube, von einem Gymnasium untergekommen. Da wurden wir auch gut versorgt. Und haben da die Nacht dann verbracht und langsam versucht, unseren Heimweg zu organisieren. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt dann quasi schon auf dem Weg nach Korsika. Meine Eltern auch. Mein Bruder im Flugzeug, meine Eltern auf dem Landweg. Wir wollten mit der Fähre kommen, um uns eben Pässe zu bringen, Geld zu bringen. Und dann wurde das Ganze langsam wieder zu einer handelbaren Situation. Bis dahin haben wir uns ja wirklich da treiben lassen müssen und waren abhängig von der Hilfe von den offiziellen Instanzen dort. Unglaublich, also ein unfassbares Ereignis. Und mein wichtig und wirklich gut ist, dass ihr alle sicher an Land gekommen seid, dass euch das Schiff zumindest noch bis zum Strand begleiten konnte und keiner von der Crew einen Schaden am Ende des Tages von diesem furchtbaren Drama Auf jeden gezogen Fall, ja. hat. Ja. Und eure Freundin mit der Kopfverletzung? Die wurde am Abend noch in unser Evakuierungslager gebracht. Und da muss man wirklich dazu sagen, wir wurden ja dann zu einem relativ frühen Zeitpunkt getrennt und hatten ja keine Möglichkeit, uns zu verständigen oder zu kontaktieren. Wir haben dann an allen Stellen, wo wir mit Ärzten oder Offiziellen gesprochen haben, erwähnt, dass unsere Crew nicht vollständig ist und wir nicht wissen, wo sie ist. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Und die Behörden haben sich dann wirklich sehr fürsorglich darum gekümmert und auch sehr energisch, dass sie dann so schnell wie es geht zu uns gebracht wird. Also als wir in dem Evakuierungslager aufgenommen wurden, mussten wir unseren Namen und den Schiffsnamen natürlich nennen. Und da wurden sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie zu uns zu bringen. Aber großartig, was ihr am Ende des Tages trotzdem gemeinsam geschafft habt. Und bin auch sehr froh, dass alles gut gegangen ist bei euch. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Ja, wir natürlich auch, na klar. Und wie ging es euch dann nachher so, wie das alles mehr oder weniger schon ein paar Tage entfernt war? Oder heute? Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Hm. Bei mir war Ja. es so, wir haben an dem Tag, nach dem Schock, waren wir natürlich auch wieder sehr, also danach war man auch sehr euphorisch, weil man hat ja schon was Gewaltiges überstanden und das hat man dann auch gespürt. Und wir haben tatsächlich dann auch, ich schätze, das ist Teil der Verarbeitung, auch Scherze über die ganze Situation gemacht und über den ganzen Urlaub natürlich und über alles. Als wir dann getrennt wurden, war die Stimmung ziemlich im Keller. Das war dann nicht mehr so spaßig. Als wir uns wieder gefunden haben und dann auch langsam uns organisieren konnten, ging es uns dann immer besser. Also wir hatten ein paar Blessuren schon davon getragen, nichts Schwerwiegendes dann im Nachhinein. Und ja, wie verarbeitet man sowas? Also das ist, man hat da dann auch abends, also bei mir war es so, dass ich abends dann oftmals diesen Film zu oft durchgespielt habe, immer wieder. Und natürlich malt man sich, dass das, was einen quält, ist das, was nicht passiert ist. Also das, was fast passiert ist, das ist das, was einen quält, weil es halt relativ knapp war. Und man muss sich dann aber, glaube ich, einfach irgendwann, also ich habe das relativ gut hinbekommen, das dann abzuschalten, zu sagen, ja, ich denke jetzt aktiv über was anderes nach. Also fokussiere mich auf was anderes, um da nicht immer wieder diesen Film durchzuspielen. Und damit konnte ich dann relativ gut umgehen. Und jetzt mehrere Wochen später oder Monate später muss man sagen, ja, es wird einen nie verlassen, das Thema, aber es geht uns soweit gut. Wir waren auch schon wieder segeln mit unserem kleinen Hobbycat auf dem Schluchsee. Ja. Und das hat auch funktioniert. Ich habe auch schon überlegt, ob da dann eine Panikattacke hochkommt oder sowas, aber es war alles okay. Also es hat alles funktioniert. Ein Und kein Big Flash, genau. Also könnt ihr euch wieder vorstellen, auf dem Meer zu segeln? Das ist ja sicher eine Frage, die man sich auch stellt nach so einem Erlebnis. Ja, auf jeden Fall. Gerade an dem Tag, an dem Tag habe ich mir viel die Frage gestellt, ob man dann jemals noch ruhig schlafen kann, wenn man quasi aus dem Nichts sowas zu erwarten hat, weil das Ja, könnte ja ja. dann immer passieren, wenn man das dort auch nicht vorher gesehen hat.
Aber jetzt so mit der Zeit bin ich mir ziemlich sicher. Also ich bin mir sicher, dass ich wieder segeln werde. Wir suchen auch nach einem neuen Schiff. Ich hoffe, dass wir da bald fündig werden. Leider hatten wir ja schon das beste Schiff in der Klasse. Das wissen wir. Das wird sehr schwer, da einen würdigen Nachfolger zu finden, aber irgendwas werden wir schon finden. Ja. Und ich denke, die meisten, die das Segeln für sich entdeckt haben, können das auch irgendwo, also vielleicht nicht die Situation nachvollziehen, aber man kann ja dann doch nicht mehr ohne. Es lässt Ja, einen ja nicht mehr los. das stimmt. Ja. Was würdest du heute, wenn du so zurückblickst, jemanden mitgeben, der einfach segelt und sagt, wenn du so zurückschaust, was würdest du mir mitgeben? Das Thema Sicherheit auf dem Schiff und Wetterkunde sind elementar wichtige Themen. Wenn du alles andere vernachlässigst, da würde ich auf jeden Fall Aufmerksamkeit reinstecken. Also wir haben uns jetzt auch schon ein bisschen weitergebildet, was das Okay. Wetter angeht. Und das Thema Sicherheit sollte man. Ich meine, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, wir haben es nicht kommen sehen und dann weiß ich nicht, was hätte anders noch laufen können. Ja. Zum Thema Sicherheit, also wir hatten nicht viel Möglichkeit. Wir haben gesagt, wir haben eigentlich nicht wirklich was richtig gemacht, aber wir haben auch nichts falsch gemacht, weil wir hatten Genau. nicht die Zeit, irgendwas zu machen. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und wenn man mal im Wasser ist, in so einer Situation, dann merkt man, wie klein man ist, gerade im Meer. Und da kann man Glück oder Pech haben. Und wir hatten Glück. Und da ist man, wenn es geht, bestens vorbereitet auf jede Situation. So ist es, eine unglaubliche Geschichte, aber vielen Dank, dass du uns nochmal erzählt hast. Und ja, noch einmal, ich bin sehr, sehr froh, dass ihr alle dieses Drama so gut überstanden habt und am Ende des Tages jetzt alle gesund seid und in Wirklichkeit auch wieder in die Zukunft schauen könnt und sagt, es wird wieder ein Segelboot geben und wir werden wieder einige schöne Seemeilen segeln dürfen. Ja, natürlich ist das das Wichtigste auch für uns. Also nicht das Boot, sondern dass wir es alle gut überstanden haben. Sonst wäre das eine ganz andere Geschichte. Wir machen uns ja jetzt, ich traue dem Schiff nach und wir machen uns Gedanken, wie es weitergeht. Aber wären wir nicht alle mit nach Hause geflogen, wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und deswegen sind wir alle froh. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. All I'm asking now, don't give up. Time.